So, also, wieder in die Traumbrache. Mal gucken, wem wir da alles noch begegnen. Also, eine Trainerin haben wir bereits besiegt, so nehme ich an. Ja, hier kommen wir wohl nicht weiter. Der Baum sieht so aus, als ob er zerschnitten werden könnte. Hat mal jemand eine Schere mit? Hier kommen wir auch nicht lang. Naja, das ist ein Stärkefelsen der fünften Regeneration, würde ich sagen. Nein, der fünften Generation. Ich habe heute solche Haspler drin, aber wie gesagt, nach 5 WoW-Folgen, die ich aufgenommen habe, ist es erstmal das Ziel, über das Niveau eines Arena-Leiters hinauszuwachsen. Denkst du immer noch, du hättest auch nur einen Hauch, den Hauch einer Chance gegen mich? Ja, denke ich immer noch. Ich habe auch noch gegen andere Trainer den Hauch einer Chance, gehe ich mal davon aus. Ich darf nur nicht vergessen, irgendwann mal aufzuhören heute, aber ja, ich mache natürlich ein bisschen. Ein bisschen soll sich ja lohnen, extra hier so einen Stream anzufangen, aber ich muss dann noch, wie gesagt, ein paar Videos bearbeiten, rendern, hochladen. Ich meine, ich habe ja im Voraus erstmal Videos auf YouTube, aber wenn man dann weiter nichts hochlädt, dann geht irgendwann der Vorrat auch flöten und das wollen wir ja alle nicht haben. Oh, der macht einen Biss, was ja in der ersten Generation noch eine Normalattacke war, sich dann aber abänderte zu einer Unlichtattacke. Bleibt natürlich physisch, aber finde ich auch logisch. Ich meine, Biss, ne? Da beißt man halt mit seinem Gebiss zu. Das ist eine physische, also muskuläre Anstrengung. Also ist das schon richtig, dass die vom Attack physisch, genau, vom Typ physisch ist. So. Was? Du bekommst dort ein Pokémon geschenkt. So, der Nacken oder so. Du meinst jetzt sicherlich in der Traumgrafe, oder? Was wäre denn hier? Nagelotz schon wieder? Nagelotz? Moment, Pokémon wechseln. Wir brauchen wenigstens erstmal ein halbwegs weiteres kampffähiges Pokémon. Also Dark Katze. So, danach. Oh, jetzt habe ich nicht im Bilde, wie das aussah, dieses Vieh. Ey, ich habe es jetzt echt nicht mehr im Bild. Ich müsste mal nachgucken. Aber wir machen jetzt erstmal Level 7, Level 6 Kratzer, oder? Warte mal, was ist denn Zuschuss? Warte mal, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Was war denn Zuschuss? Pokémon? Dann gucken wir auf den Status. Oder Bericht, besser gesagt. Nee, Attacken. Also, Zuschuss. Greift zufällig mit einer Attacke eures, Teampartners an. Ach so, das heißt, ich könnte hier auch... Aha. Probieren wir es doch mal aus, oder? Eine YOLO-Aktion machen wir da draus. Also, mehr als schief gehen kann es ja nicht, deswegen Zuschuss. Mal gucken, was da rauskommt. So, Silberblick. Ja gut, da können wir immerhin die Verteidigung senken. Aber hast du eigentlich über Twitch, Google Plus oder so mitbekommen, dass ich streame oder wodurch? Das würde mich auch mal interessieren. So, ansonsten... Ja komm, wir machen mal einen Kratzer. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Wir machen jetzt mal ein bisschen random. Okay, wir haben einen Rankenhieb angewandt. Alles klärchen. Er macht Biss. Das ist gegen Unlicht nicht wirklich sehr effektiv, lieber Gegner. Aber über die KI, da wissen wir ja bestens Bescheid, dass sie nicht immer so helle ist. Naja, kann man halt nichts machen. So, Silberblick. Silberblick, Silberblick. Okay. So, Kratzer oder Kratzer? Wir machen Kratzer. Okay. Ja, so dann. Ich habe das richtig hier am Bilde. Also dieses Feuerkäfer-Pokémon war es nicht. Das hieß anders. Kann ich mich erinnern. Und der letzte Kratzer sollte jetzt ausreichen. Damit man hier wenigstens mit Dark Kratzer auch noch ein paar EP abgreifen. Und wisst ihr, was noch das Gute am Stream ist? Man hat so eine... Ja, man hat keine Pflicht irgendwie auch 15 bis 20 Minuten. Oh, ich muss jetzt einen Break machen. So, wie sehen denn deine Werte aus? Spezangriff? Okay, du bist ein Spezangriffstyp. Als nächstes wird Yorkliff eingesetzt. Da werden wir mal das Pokémon wieder wechseln zu Franny. Franny, du sollst mal wieder ein bisschen hier tätig werden. Okay, guck mal nochmal. Ich bin echt gespannt. Also ich meine, du hast ja gesagt, dass der Sound so optimal ist. Ich bin mal... dann selbst gespannt, wie der sich im Nachhinein anhört. So. Was ist das? Wirst du schon sehen. Was werde ich sehen? Ach so, welches Pokémon das war. Alles klar. Gut. Also gehe ich mal davon aus. So. Was macht er? Ein Schnüffler. Ja, das ist irgendwie sehr, naja,
sehr nutzlos, wenn wir es mal so sagen. Na gut, wir werden sehen. Was wird das Pokémon sein? Ich weiß es nicht. Aber wir ranken Leafeon uns ja erstmal durch. Dass man das hier endlich mal hinter uns bringt. Jo, wunderbar, Yorkliff wurde besiegt. Wunderbar, und wir erreichen Stufe 13. Ich denke mal, damit sollten wir fast fit für die erste Arena sein. Ja, wie gesagt, man sieht eindeutig, das ist ein Verteidigungsviech. Ich weiß nur nicht, welches Wesen das war. Wachstum. Okay, wir werden mal eine Attacke vergessen. Welche soll es denn sein? Also mit Wachstum machen wir Folgendes. Der Körper wächst, dadurch steigen Angriff und Spezialangriff. Kann natürlich nicht verkehrt sein. Also, versucht, eine Attacke vergessen. So, welche Attacke entfernen wir? Sollten wir Silberblick entfernen oder Wickel? Ich meine, Wickel, das macht zwar Permaschaden, aber... Ah, komm, wir machen Wickel weg. So wichtig ist es nun auch nicht. Ja, Stärke 15, genau. Gott, nee. Vergessen, weg damit. Ach so, warte mal. Ach ja, du könntest den Ingame-Sound noch etwas leiser machen. Den Ingame-Sound etwas leiser, warte mal. So, warte mal. Ich drehe den jetzt mal auf 10% ungefähr runter. So, ich habe das jetzt auf 10% runtergedreht. Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Ich hoffe, dass es jetzt leiser ist. Bitte sag es mir. Du bist jetzt sozusagen nochmal ein Testsubjekt, ob man das alles ordentlich versteht. Ja, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen was gewonnen. Den nächsten Kampf. Ja, heilen müssen wir uns jetzt nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Na komm. Du sag doch mal, was war denn dein erstes Pokémon? Ein Serpifeu, verstehe. Dann passt, dieses Sodanak ja wie die Faust aufs Auge. Es hat einen Vorteil gegen Pokémon des Typs Feuer, gegen den du Serpifeu ja benachteiligt bist. Sag mal, willst du dieses Sodanak... Ach, danke. Und hervorragend nehme ich an, dass der Sound jetzt perfekt ist. Und das meinst du mit einem Sodanak? Ah, alles klar. Natürlich möchte ich das haben. Hier, bitteschön. Es kann Wasserattacken benutzen und ist somit effektiv gegen Feuer-Pokémon. Juhu! Ich hoffe, man hat jetzt keinen Hörsturz bekommen. Aber, okay. Möchtest du diesen einen Spitznamen geben? Okay. Also, dann. Einen Spitznamen. So. I. Na, was könnte es wohl für ein Name werden? T. Z. Mal, passt das hin? Z. T. Z. E. E. F. Ja, passt doch hin. Genau, den Rest schreibe ich klein. Also, Moment. T, nein, nicht Doppel-S, löschen, it's for, und dann T, Z, Doppel-E und ein F, bitte noch. It's for Thief, das sieht doch schon mal gut aus. Ach so, das sieht ja gerade keiner, man sieht ja nur Spitzname von Sodanak, Sodamak. Alles klar, also It's for Thief. Dürfte ich richtig geschrieben haben? Ich guck nochmal hier. It's for Thief. Ja, wunderbar. Okay. So, wenn du Pokémon verschiedener Typen dabei hast, erwischt dich kein Pokémon mehr auf dem falschen Fuß. Okay, dann gucken wir doch mal. Pokémon. So, It's for Thief. Oh, gleich Stufe 10. Bericht, ich weiß jetzt nur nicht, wie das von den Werten ist und was es für Attacken kann oder so. Aber gut, dann können wir jetzt... nichts wirklich ändern. Jo, du bist dabei. Wunderbar. Sacht. Wesen Sacht. Wir gucken mal ganz kurz nach, was das Wesen Sacht denn für Vor- bzw. Nachteile hat. Auf jeden Fall... Moment. Spitzverteidigung plus, oder wie? Okay. Also, es hat einen verminderten Spitzangriff, dafür eine erhöhte Spitzverteidigung. Alles klar, das sieht aber eher... Also eher aus wie so ein Spezverteidigungstyp. Deswegen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Aber, oh, das hat sogar, ja, für den Anfang ein ganz gutes Attackenset. Also es hat Kratzer, Silberblick, Schlecker und Aquaknarre. Ja, wunderbar. Dann gehen wir mal hier wieder raus. Und tauschen es gleich mal an die zweite Stelle. Nehme ich an. Ja, das nehmen wir an die zweite Stelle. Also, nein, ich... Ach, falsch. Ich werde doch nicht in den Bericht, sondern... Na komm, zurück hier.
It's for Thief an die zweite Stelle und Dark Katze kommt an die dritte Stelle. Wunderbar. Wunderbar. Dann können wir ja mal gucken. Ja, das ist schön. Da habe ich jetzt gegen beide Kontrahenten schon mal einen Vorteil. Ich müsste mal nachgucken wegen Soda Mac, ob das, also wie seine Basiswerte aussehen. Das können wir eigentlich gleich mal gucken. So. Ja, machen wir meine Pokémon wieder fit. Ich gucke währenddessen mal. So, PokeWiki sei Dank. Also. PokeWiki, da haben wir es doch. Was hat Victoria eigentlich damit zu tun? Und währenddessen versuche ich hier erstmal wieder so, währenddessen das hier aufbaut, was jetzt aber ein bisschen dauert. So. Versuchen wir doch mal, hier entlang zu gehen. Ja, ich merke gerade, das dauert echt. Also, weil ich den Stream selber noch sehe, den Stream auch, hochlade. Deswegen dauert gerade die Seite so ziemlich lange, aber okay. Ich habe noch einen Zuschauer. Moment, gucken wir doch mal. Da muss ich doch mal ganz kurz gucken hier. Ja, ich weiß nicht, ob der mich selber auch noch als Zuschauer zählt, weil ich, jetzt ist er wieder weg. Naja, gut, kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Okay, so, das Pokémon. So, da... Achso, es dauert jetzt eher mehr, das vorschlägt, ne? Warte mal, wie hieß das Pokémon nochmal richtig? Sodamac, denke ich mal. Ja, warte mal, Soda. Der wird mir das gleich richtig anzeigen. So, hier bei PokeWiki. Ah, okay, es wird halt nur mit K geschrieben, ohne C. Nein, ich wollte doch... Ich wollte doch das andere. Ich wollte nicht das Suchergebnis haben. Naja gut, da kann man nichts machen, da ist er halt weg. Ja, ehe sich das hier aufbaut, weiß ich jetzt nicht, ob das Wesen jetzt so optimal ist für das Sodamac oder nicht. Also, hier haben wir erstmal einen Pokéball mit X-Abwehr. Das sind Items, die ich eigentlich kaum verwende. Nö, brauche ich eigentlich nicht. Und hier, weiß ja nicht, ob ich hier irgendwie noch weiterkomme. Ich habe ja keine Stärke, mit der ich Felsen verschieben kann. Einen Zerschneider, den habe ich auch nicht. Ja, damit kann ich auch nicht zerschneiden. Deswegen, gucken wir mal, hat der hier noch was zu sagen? Ich glaube nicht. So, ja, genau, das hatten wir schon. So hat sich das jetzt hier endlich mal aufgebaut. Ich muss mal ganz kurz gucken, sorry. Ich muss mal ganz kurz gucken. So, Pokémon Sodamac. Kann ich hier mal drauf gehen? Okay, jetzt baut sich die richtige Seite von Sodamac auf. Oh, die hat sich sogar relativ schnell aufgebaut. Ja, umso besser. Okay, dann schauen wir mal. Sodamac. Kann sich mit einem Wasserstein... Ach so, das ist ja noch so ein Viech, was sich weiterentwickeln kann. Ja, umso besser. Es ist reines... Ja, ein reines Wasservieh. Ist jetzt aber nicht abwertend gemeint. Dann gucken wir doch mal. Es kann Lake erlernen, zum Beispiel später. Oh, Lake ist sogar gar nicht mal so schlecht. Aber wir gucken uns jetzt mal die Basiswerte an. Basiswerte Innert 64, dann Spezverteidigung 69 und so weiter. Warte mal, ne, Maximalwerte. Was sind denn das für Maximalwerte? Naja gut, der Burner ist es jetzt nicht von den Werten. Ist eher initiativemäßig ausgelegt. Alles andere ist ziemlich gleich. So sieht es aus. Also von den Basiswerten. Ja, naja gut, kann mit leben. Okay. Ich denke mal, dass wir jetzt wieder zurück müssen. Ich meine, hier gibt es ja nichts mehr zu holen. Es sei denn, ich habe irgendwas übersehen. Aber da wir hier jetzt nichts weiter zu sehen haben... ja, ne, das... So, was ist das jetzt hier? Wie? Also, ich arbeite hier als Arenaleiter, aber... Wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Ist das eigentlich eine Frau? Dann müsste ich die ein bisschen höher sprechen. Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Na, welches wohl? Serpifeu. Verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Feuer schwer. Du solltest dir also eine passende Gegenstrategie überlegen.
Was? Das Wasser Gesteinfossil ist sehr gut, ja. Okay.